Ja, und damit begrüße ich euch hiermit zu einer neuen Folge Bus Simulator. Und zwar, was kann ich denn hier wählen? Ja, ist jetzt egal. Also, wir fahren hier die Route M53, soweit ich weiß. Und ich werde auch bald eigene Routen fahren, wenn ich mal Zeit habe, hier sie zu kreieren. Nächste Haltestelle, Freifurt Bahnhof. Ich weiß nicht, ob ihr mir welche schicken könnt. Das weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Ein Ticket. Können wir mal versuchen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So viel habe ich mich jetzt mit dem Bus-Simulator auch noch nicht beschäftigt. Und jetzt habe ich da zu viel rausgegeben. Und ja, wir fahren hier vom Freifurt. Jetzt habe ich 20 Euro eingegeben. Ach, egal. Wir fahren hier vom Freifurt Bahnhof, kann ich euch gleich zeigen. Hier einmal, wo ist meine Maus? Hier einmal von da, hier nach unten. Werden wahrscheinlich wieder zwei Parts sein, wenn mir Bus-Simulator nicht abschmiert. Ich starte es in letzter Zeit extra mit der Basisversion. Warum sind das eigentlich alles Studenten? So. Hallo. Hallo. Einmal Rentner, das kann ich verstehen. So, 50 Cent. Bitteschön. Guten Tag. Ist mir gerade aufgefallen, seit wann neigt sich der Bus, wenn man das so einsteigt? Oder ist mir das vielleicht bisher noch nicht aufgefallen? Kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall fahren wir hier jetzt erstmal los. Ich habe natürlich eingestellt, dass wir im Januar fahren und die Zeit hier, seht ihr, 16.19 Uhr, das ist jetzt auch die Zeit, wo ich jetzt aufnehme. Und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass wir wieder mit dem Ziehharmonika fahren und dass ich schon ewig nicht mehr gespielt habe. Aber wirklich schon ewig. Muss mir abbiegen. Und dass ich bei Schnee viel... Boah, da hätten wir aber fast den ersten Unfall wieder gebaut. Und dass ich bei Schnee extrem... Ich fahr glaube bei Schnee immer zu schnell. So. Immer schön in den Spiegel gucken. Wir werden eh immer auf den Bordstein aufsetzen. Aber das ist jetzt auch egal. Dumm, dumm, dumm. Ich habe nicht nach vorne geschaut. Okay, jetzt kommt gerade kein Auto, das ist gut. So, wir haben schon eine Verspätung. Oh, shit. So, hier ist eine Haltestelle. So, ich glaube, das hier war die... Ah ja, genau, die Türfreigabe. So. Ich sehe, dass gleich um die Ecke gleich die nächste Bushaltestelle ist. Das gibt's ja nicht. Wie kann das sein? Nächste Haltestelle, Rietschildstraße. Oh, was ist denn da mit dem Bus los? Oh, ich glaube, wir waren nicht auf dem Bordstein. Soweit ich das gesehen habe. So, ich glaube, der hier, dieser Mann möchte gerne einsteigen. So. Glaube ich. Ja, nein, vielleicht. Einmal bitte. Okay, wusste ich's doch. Er wusste bloß nicht, wo man einsteigen muss. So. 1, 2, 3, 50. Bitteschön. Du auch noch? Einmal bitte. Nochmal, jawohl. Hier.
Bitteschön. Wie viele wollen da bitte noch einsteigen? Ich hab's bei mir zu laut, glaube ich. So. Hallo. Hallo. So. Was macht denn der hier bitte? Begeben Sie sich von dem Zebrastreifen. Ja, liebe Frau, du musst auch mal warten. Nächste Haltestelle, Geinsheimer Straße. Meine Fresse, ich gucke mal wieder 0,0 auf die Straße. So, hier ist rot. Deshalb halten wir hier an. So. Was ist rechts eine Einbahn? Oh ja, ja, stimmt. Das ist Baustelle, da kommen wir nicht lang. Mein Gott, ist hier viel Verkehr. So. Ja, was gibt es denn zu bereden heute Donnerstag? Ja, nächste Woche bin ich nicht da, besser gesagt ab Mittwoch. Da bin ich nämlich in Berlin mit der Schule. Und gucken uns, Bundestag an. Alles mögliche halt, so was man in Berlin macht. Und da ist Jan dann auch dabei. Vielleicht werden wir Videos machen, wir wissen es noch nicht genau. Kommt drauf an, wie viel Zeit wir haben. Aber das würdet ihr dann auf Chabak TV sehen. Nächste Haltestelle, Alsterdorfer Platz. Wo wir jetzt auch angefangen oder anfangen möchten, mit Videos regelmäßig zu bringen. Ist natürlich jetzt gerade, oder wird jetzt in nächster Zeit wieder schwer mit den ganzen Arbeiten. Aber wir hoffen, dass es geht. Tag. Hallo. Eins. Eins? Okay. 10 Euro habe ich, glaube ich, von dir bekommen. So. Was kriegst denn du? 8,40. Wow. Was ist hier so laut? Ticket, bitte. Einmal Rent. Du bist doch noch kein Rentner. Also bitte. Ups, jetzt hab ich 20 Euro. Egal. Was kostet ein Rentner? 50 Cent? Ah ja, gut. Mein Ticket. Hallo. Ja, normal glaube ich dir, dass du normal bist. Gibt ja keine extra Fahrkarten für Schwarze. Ja. So. 20 Cent. Kommt schon, ich hab. Wie viel wollen da einsteigen? Ein Ticket bitte. Ein Ticket bitte. So, jetzt kann ich über 20 Euro eingeben. So. Bitteschön. Oh, Handy, sei ruhig. Eine Fahrt bitte. Einmal. Ja, das kann man glauben. Dass das Rentner ist. Aber der hat mir 5 Euro gegeben. Fünf Euro, das wären dann so viel, glaub. So, kann ich jetzt endlich losfahren? Danke. Warum ist das hier so laut? Ach, weil ich die Tür offen habe. Haha, bin ja auch dumm. Nächste Haltestelle, zentraler Omnibusbahn. So, jetzt wird's creepy. Ja, wir müssen jetzt einmal im Kreis fahren. Das wird lustig. Danke. Wir müssen jetzt einmal hier im Kreis fahren. Wow, zwei Busse ineinander. Das ist eigentlich nichts Gutes. Boah. Ich glaube, ich bin noch viel zu weit. Ja, bin ich viel zu weit rechts.
so. Los, komm. Was ist denn los? Oh. Ja, ich brauch den Platz, blaues Auto. Aber ich glaube, ich habe da einen Trick gefunden beim Omnibusbahnhof, dass wir nicht einmal komplett im Kreis fahren müssen. Gucken wir mal, wie wir es machen. So. Hier kommt... Wow. Wow, 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 wow. Okay, das sind einfach mal Autos aufgetreten, so mitten auf der Straße. Wieso haltet ihr jetzt an? Jetzt muss ich da auch noch warten. Was ist mit dir? Was ist? Hältst du an, oder? Der droht. Oh Gott. Okay, das klappt nicht. Das müssen wir anders machen. Das müssen wir jetzt leider so machen. Ja, so klappt alles. Was war das? So. So, in welche der vielen Bushaltestellen müssen wir jetzt? Ah, in der letzten. Hm, anhalten sollte man auch. So. Einsteigen möchte, glaube ich, niemand. Ja, wegen dir halte ich jetzt an. Guck, ha? Kommt niemand. So, wir biegen jetzt einfach hier links ab. Nächste Haltestelle, Ursula-Herking-Straße. So, weil müssen wir nicht wieder zurück auf diese Bundesstraße, sondern können hier einfach einmal hier ganz chillig-millig im Kreis drehen. Ich sehe da unten schon wieder einen Fußgängerüberweg. Wir haben grün. Was machst denn du bitte? Habt ihr das gesehen? Der ist einfach so über die Straße gelaufen. Was fällt denn dem ein? Okay, dafür war ich jetzt aber nicht schuld. Weil er war nicht am Zebrastreifen. Was? Was? Ah, da ist ein Blitzer! Aha, das habe ich auch noch nie gesehen, dass da ein Blitzer ist. Ach du Scheiße, jetzt bin ich geblitzt worden. Ja, und jetzt? Scheiße. Okay, jetzt ist rot. Kann ich ja gleich wieder hier was festbauen neben mir. So, wie viel Uhr haben wir denn? Das ist geschickt, weil das ist hier die Echtzeituhr. Hm. Erst mal was trinken. Und dann warten, bis grün ist. Dumm, die dumm, die dumm. Ah! Mal gucken, wie lang die Strecke. Okay, ich kann euch jetzt schon sagen, das ist auf jeden Fall zwei Teile, also zwei Parts werden es. Scheiße, wie sagt man das? Das ist zwei Parts werden. Das ist zwei Parts. Ah, ihr wisst, was ich meine. Das ist halt zwei Parts. Ja, keine Ahnung. Ihr versteht mich. So. Gehen bei der Türfreigabe eigentlich immer beide Türen auf? Das weiß ich auch noch nicht so richtig. Nächste Haltestelle, Rheingoldbrücke.
Und die schöne deutsche rote Welle, so. Hab ich nur die Ampel da rechts? Dom, di, dom. Ah, jetzt hab ich Schluck auf, ganz schlecht. Ja, also mein Tag heute. Bin gerade von der Schule gekommen. Hab mir erst einmal versucht, den Patch runterzuladen. Also mit diesen detaillierten Spiegel und alles. Aber, wie ihr seht, ich hab's nicht geschissen bekommen. Was macht der jetzt? Der hält jetzt an, nachdem wir links abbiegen. Gut, dann biegen wir jetzt ab. Und mein Handy, wie. Das klingelt nur noch durch, ey. Mein Gott. Oh, und schon wieder rot. Oh Gott. Also heute haben wir wirklich eine rote Welle. Können wir mal schnell in WhatsApp gucken. Ach ja. Und wie war euer Tag so? Na, es kommt ja erst am Samstag, das Video. Ich nehme es hier am Donnerstag auf. Bei mir kommt dieses Skype. Jetzt kommt bei mir rechts unten im Bildschirm so ein scheiß Skype-Fenster. Ich hoffe, ihr seht es nicht. Scheiße, jetzt habe ich Warnblinker angemacht. Weil ich mit WASD spielen wollte. Und wo ist denn die Haltestelle? Ah, hier. Obwohl absolutes Halteverbot ist. So, einmal Türfreigabe. 3 Minuten Verspätung schon. Also eigentlich sollten wir hier um 31 sein. Oh. Ganz schlecht. Ich hoffe, ich muss hier nicht rechts. Weil das geht echt gar nicht. Ich weiß, wenn ich hier meine eigenen Routen mache, dann werde ich hier immer so eine riesen Zeitspanne einstellen, dass da immer Verfrühung 10 Minuten steht und keine Ahnung. Weil die Stadt ist wirklich echt groß, muss man ohne Respekt jetzt mal sagen. Das geht eigentlich kaum. Ja, das war echt der geilste Satz ever. Und ich stehe hier einfach mal mitten auf der Ampel drauf. Ja. Ach, hier ist schon unsere nächste. Okay, hier steht aber niemand und aussteigen möchte auch niemand. Umso besser. Und die Straßen werden voll mit Schnee. Gefällt mir gar nicht. Hier auch nicht. Gut. Nächste Haltestelle. Und man merkt, wie es gleich rutschig wird. Man merkt es. Was machst denn du da? Ach, stehe ich hier schon wieder mitten. Oh. Ja. Hallo. Dumm. Ich stehe hier mitten auf der Kreuzung, aber wenn hier Schnee liegt, sorry, da hinten zu halten, habe ich jetzt echt nicht gesehen. Muss ich jetzt aber mal zu meiner Verteidigung sagen. So, wir haben grün. Die Autos sind an mir vorbei, zischen und... Das ist jetzt eine rechtwinklige Kurve, oder was? Möchte immer noch keiner ein- und aussteigen. Ja, gut. Ich fahre einfach weiter. Nächste Haltestelle, Berliner Allee. So kann man die Verspätung natürlich auch wettmachen. Hat überhaupt hinten noch jemand drin? Oh, 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 boah.
fahre hier mit 70, wenn Schnee liegt. Beste Voraussetzungen und ich muss hier links. Anhalten! Boah. Habe ich mal ganz kurz die Haltestellebremse benutzt. Oh, Handy, hör bitte auf. Bitte. Ich will hier doch nur aufnehmen. Ja, sorry, Bus. Vor allem, wie logisch, es fahren alle Autos gleichzeitig an. Ja. Ey, wie, was? Oh. Sieht aus wie ein Audi. Warum bist du jetzt nicht gefahren? So. Okay, jetzt wird's einspurig. Auto! Puh. Ja, gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.